Sandhausen hat eine neue Sensation. In der oberbayerischen Gemeinde, da wohnt nicht nur Ministerpräsident Edmund Stoiber, nein, dort haben sich inzwischen auch Jesse B. und Murat Bosporus niedergelassen. Jesse B., Murat Bosporus, hört sich gefährlich an und ist es auch. Denn der bayerische Türke und seine Berliner Kollegin bilden Deutschlands erstes und einziges Wrestling-Paar. Eine Beziehung, in der es ordentlich kracht und in der zugepackt wird, wie Norman Solider erlebt hat. Was sich liebt, das neckt sich. Murat und Jesse proben den Ernstfall. Beide verdienen ihre Brötchen mit solider Handarbeit. Warum nicht? Wo die Liebe so hinfällt. Lustigerweise, also ich habe in Berlin gewohnt und er ja hier in Wolfratshausen, München in der Nähe. Und wir haben uns in Paris kennengelernt. Dann hat er mich in Berlin besucht und dann sofort verliebt. Und dann habe ich gesagt, okay, komme ich zu dir nach Bayern, weil hier seine ganze Familie ist. Und so ist die Geschichte. Apropos Familie, Murats Verwandtschaft zittert stets geschlossen mit, wenn der Sprössling geschäftlich tätig ist. Das ist meine Oma, sie ist schon über 80 Jahre alt, feiert aber mehr mit als die ganzen jungen Jungs hier. Schön, wenn die künftige Schwiegertochter aus der gleichen Branche kommt. Beim Frauencatchen ist korrekte Arbeitskleidung von besonderer Wichtigkeit. Meine Frau ist einfach nur Sex-Sells. Das ist zum Beispiel mein Vorteil. Ich komme in den Ring, die Leute jubeln, weil sie sehen, oh, super Frau und Sex, super. Und dann haue ich aber wirklich so stark rein, dass die Leute geschockt sind. Jesse zerlegt ihre Gegnerinnen derzeit vorzugsweise in Europa. Ihr Liebster ist ausgerechnet in Fernost ein Star. Der japanische Kommentator überschlägt sich vor Begeisterung. Ich muss sagen, die haben mich seit dem ersten Anbeginn meiner Kämpfe haben sie mich geliebt. Frag mich nicht warum. Vielleicht, weil er mit 1,67 so groß ist wie ein Durchschnittsjapaner. Doch gerade diese Größe ist für seinen Manager ein Riesenvorteil. Seine Stärke ist, auch wenn das viele nicht glauben, seine Figur. Er hat eine optimale Ringerfigur, einen tiefen Schwerpunkt. Die Kraft ist sehr gut verteilt, das Gewicht ist sehr gut verteilt. Kein Gegner kann ihm ausweichen. Wenn er ihn über den Kopf werfen möchte, dann kann er das zu jedem Zeitpunkt. Nur Sponsoren sind leider nicht ganz so leicht zu bewegen. Dafür haben Murat und Jesse demnächst Großes vor. Die Hochzeit? Genau, am 8.8.08 werden wir heiraten. Und ich hoffe, dass der Termin diesmal funktioniert und meine Papiere rechtzeitig kommen. Das würde die Familie auch freuen. Am 7.7.07 hat's nämlich nicht geklappt. Trotzdem deutet im Moment alles darauf hin, dass hier eine handfeste Verbindung entsteht. Und wehe, einer von den beiden sagt dann nicht ja. Ich glaube, dann gibt's ein bisschen Ärger vom Trauer.